Showeinlagen definitiv ein Muss beim All-Star Game der DKB-Handball-Bundesliga vor über 7000 Zuschauern in Leipzig. Ein Highlight, der Trickwurf-Contest mit prominent besetzter Jury. Und auch schon mal einen Ball geworfen, Herr Harting? Ja, da bin ich aufgrund der Muskelsituation, die natürlich bei uns Schnellkraftmuskeln sind und sehr fest sind, leider nicht so beweglich. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal mit dem Blackie damals versucht, mal ein paar Bälle zu werfen und gerade mit diesem Harz als Leier, die Bälle sind immer 3 Meter vor mir runtergefallen, so sinngemäß, ich müsste das glaube ich auch erstmal üben. 4 All-Stars und Nationalspieler im direkten Duell. Und Sprungwunder Raul Santos sorgt direkt für die Höchstwertung bei der Jury. Mit Hilfe von Olli Rogisch und Konkurrent Tobi Reichmann wirft der Gummersbach-Star sogar den zweimaligen Handballer des Jahres Uwe Gensheimer aus dem Wettbewerb. Der Nationalspieler mit dem Gummiarm bleibt ohne Tor gegen Keeper Silvio Heinevetter. Ich bin ja kurzfristig da nach nominiert worden und ich habe überhaupt eigentlich nicht dann gedacht, dass ich da mitmachen soll. Deswegen war alles spontan, aber gut, hat alles gut geklappt, denke ich. Stimmt. Und abheben kann Tobias Reichmann ebenfalls. Trickreich werfen auch. Gegen seinen Abschluss hinter dem Rücken hat Heinevetter keine Chance. Und Marcel Schiller auch nicht. Der Dreher von Göppingens Linksaußen ist zwar drin, die Jury aber wählt ihn raus aus dem Wettbewerb. Ich habe gestern ein bisschen was geübt im Training, aber war dann noch ein bisschen mehr spontan heute. Wenn der zweite Wurf drin gewesen wäre, hätte alles geklappt. Der Heber im Finale geht auch über den Kasten. Freie Bahn also für Santos. Akrobatik kann ich auch, denkt sich Heinevetter und hält Santos letzten Wurf. Der gewinnt trotzdem den Trickwurf-Contest beim All-Star Game. Hat Spaß gemacht. War cool. Und Deutschlands Sportler des Jahres sieht ein, mit einem Ball in der Hand geht noch ein bisschen mehr als mit dem Diskus. Vom Torwart kann man sich ein bisschen was einfallen lassen. Beim Abwurf muss schon alles stimmen bei uns. Ich war selber 2 Jahre Handballer im Alter von 8 bis 10. Bin da leider durch einen tragischen Vorfall mit meinem Trainer zur Leichtathletik gegangen, aber war jetzt auch keine falsche Entscheidung. Ganz sicher nicht. Und Raul Santos zum Sieger des Trickwurf-Contests beim All-Star Game zu küren, auch nicht.